Jo Leute, wir möchten uns im Voraus erstmal für die 15.000 Klicks auf das erste Sneaker-Video bedanken. Euch werden in nächster Zeit jeweils ein Video pro Woche erwarten. Wir versuchen jetzt aktiv zu sein. Und am besten abonniert ihr uns, damit ihr keines unserer Videos verpasst. Und wir wünschen euch viel Spaß mit dem Video. Leute, kommen wir nun zum ersten Schuh und gleichzeitig meinem Lieblingsschuh, dem Adidas Ultra Boost 1.0 in dem Colorway Triple Black. Habe ich damals für 180 Euro geschossen bei JD, kosten normalerweise 200 Euro bei anderen Händlern und zu dem Schuh kann man nicht viel sagen, außer dass er sehr bequem ist, sehr gut aussieht und der Deadstock ist, heißt ihr müsst bei dem Schuh Resale zahlen. Resale liegt aktuell ca. bei 300 bis 350 Euro in der Condition. So Leute, kommen wir nun zum zweiten Schuh und zwar dem Schuh, den ich am meisten rocke zurzeit, dem Nike Air Huarache in Triple White in der Sommervariante. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich den schon oft angezogen und ist auch mein Schuh, den ich zum Feiern gern anziehe. Bei dem sollte es kein Problem sein, denn den packe ich dann immer in die Waschmaschine rein und der wird dann immer schön sauber. Und zwar nun zum nächsten Schuh, dem NMD OG mit dem Primeknit Upper. Mit dem OG hat damals die Ära des NMDs begonnen und das war sozusagen der erste, der damals gedroppt ist. Und Adidas hat den jetzt vor einigen Wochen bzw. 1 bis 2 Monaten nochmal rausgebracht als Restock und kostet im Retail 180 Euro. Solltet ihr aber bei einigen Resellern bzw. bei eBay Kleinanzeigen oder bei eBay noch für denselben Preis finden. So Leute, kommen wir nun zum letzten Schuh für heute und zwar, wie ihr an dem Tag schon erkennen könnt, dem Yeezy 750 Light Brown, auch bekannt als Chocolate. Ja, die Box macht ein bisschen Probleme beim Aufmachen, aber das sollte kein Problem sein. Und zwar habt ihr dann in der Box so ein Dust Bag. So, nun zum Schuh an sich. Wie gesagt, ist in dem Colorway Light Brown. Yeezy sollten jedem bekannt sein. Ich denke, da braucht man nicht viel sagen. Ist halt ein sehr gehypter Schuh. Und ich hatte halt das Glück und habe sie bei einer Verlosung für Retail bekommen. Heißt für 350 Euro. Resell müsstet ihr aktuell, denke ich, ca. 600 Euro zahlen dafür. Das heißt, ein Haufen Geld, was ihr da ausgeben müsstet. Und genau. So viel zu dem Schuh.
Wir hoffen, das Video hat euch gefallen und es wäre sehr nett, wenn ihr uns ein Like da lassen könntet, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn nicht, könnt ihr auch gerne ein Dislike da lassen, aber in die Kommentare schreiben, warum. Wir sind gerne offen für konstruktive Kritik. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen, würden uns darüber freuen. Und bis dahin, ciao.